Herzlich willkommen beim imaginären Geschmackskombination Glücksrad. Zuletzt hatten wir hier Mango Acai und Blaubeere Kumquat. Und jetzt Erdbeere und Limette. Jazz Sticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics: Bullet Fruity Taste Strawberry Lime. Der Name des Drinks ist ein relativ direkter Bezug auf Munition. Fragwürdig, fragwürdig. Das Design allerdings in Rot, Grün und Silber mit dem echt ungelungenen Bullet-Logo drauf ist mäßig ansprechend, aber doch immerhin ganz passend zur Geschmacksrichtung. Inhalt: 32 mg Koffein und 400 mg Taurin pro 100 ml. Kein Inosit, kein Glucuronolakton, keine fiesen Farbstoffe. Fein, fein. Ich erwarte einen konfus-künstlichen Aromageschmack in einer taurinlastigen Energy-Brühe. Interessanterweise ist Erdbeere deutlich. Kann man deutlich wahrnehmen. Und eine säuerliche Zitrusnote auch, die durchaus als Limette durchgehen kann. Geruchlich schon mal interessant. Farblich orientiert sich der Getränkinhalt an der Strawberry. Erdbeerig, hellrot. Ich trinke diesen Bullet Fruity Taste Strawberry Lime auf Abweichung von der Norm. Prost! Von der Norm abweichend kommt hin. Man schmeckt die Erdbeere. In einer sehr künstlichen Variante. Und man schmeckt Säure gegen an, die sogar stärker ist als die Süße des Getränks. Und damit haben wir einen insgesamt säuerlich ausgelegten, zitruslastigen Drink mit einer Übernote Erdbeere, die man so machen kann. So ein Erdbeeraroma-Ding tut nicht weh. Für ca. 50 bis 60 Cent kann man den bei Penny kaufen in der 330 ml Dose. Manchmal auch bei Rewe. Ob ich den allerdings wieder kaufen würde, wage ich moderat zu bezweifeln. Mir ist die Säure ein bisschen zu stark ausgebaut und der Geschmack nach Limette und Erdbeere etwas zu, ja, weit hergeholt. Es passiert eher über die Geruchsnote, als dass da wirklich ein interessanter, fruchtiger Geschmack mit rüberkommen würde. Empfehlungen kann ich trotzdem einigermaßen aussprechen, ist schließlich ein günstiger Drink, den man einfach mal probieren kann. Und vielleicht wird der ein oder andere damit doch relativ glücklich, weil es einfach mal eine Abwechslung ist. Tschüss und trinkt nicht zu viel von dem Gift. Vielen Dank fürs Zuschauen, Liken und Abonnieren. Was haltet ihr von dem Geschmack, dem Aussehen und dem Namen des Drinks? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier ist und bleibt alles subjektiv und tschüssi. An dieser Stelle hat mir mein Autorenteam einfach nur "Mach was Lustiges" ins Skript geschrieben. Mach ich aber nicht. Ich kann ja doch nicht alles alleine machen.